Hey Leute, hier ist wieder eure Denise. Gestern war es endlich soweit. Es gab Batman vs. Superman. Okay, ich muss sagen, ich bin ja ein Fan von Batman, aber so gar keiner von Superman. Und deswegen dachte ich mir so, das wird wahrscheinlich eher so einer aus der Superman-Reihe, so von der Art und Weise her. Und bin deswegen in den Film gegangen mit der Einstellung, ich lasse mich überraschen. Vielleicht kann es ja sogar was werden. So. Natürlich war ich genauso wie alle so Ben Affleck als Batman, das kann nichts werden. Mit der Zeit hat sich das ein bisschen geändert, weil ich mir dachte so, naja, eher so als Mitte 40-jähriger Bruce Wayne, Alkoholiker, kein Bock mehr, macht nicht mehr auf Batman. Passt Ben Affleck wahrscheinlich ganz gut. Und fand so die Bilder, die ich gesehen habe, auch ganz gut. Also er in seinem Anzug und das Batmobil sah ganz nett aus und so. Also hatte ich doch ein bisschen Hoffnung. Also saß ich gestern 2,5 Stunden im Kino. Und muss leider sagen, dass ich mich 2,5 Stunden lang gelangweilt habe. Ich finde, dieser Film hat keine Story, keinen Sinn. Und es ist eine Aneinanderreihung von Szenen, aber nicht eine Geschichte, die kontinuierlich erzählt wird. Und es gibt keinen Spannungsbogen. Und Superman ist wie immer Superman. Und Batman ist so, Ben Affleck macht das okay, aber es ist nicht wirklich gut. Wen ich ganz okay fand, war Wonder Woman, aber die ist ja auch noch relativ wenig aktiv in dem Film. Wer mich sehr positiv überrascht hat, ist Jesse, der Lex Luthor spielt, fand ich ganz großartig. Also das hat er wirklich gut gemacht. Also das war immer so eine angenehme Moment, wenn er dann ins Bild kam. Ich dachte mir so, ach, wenigstens irgendwas jutet. Aber sonst muss ich leider sagen, fand ich den echt unterirdisch. Also ich war schwer enttäuscht. Also der ist halt ähnlich langweilig, wenn nicht noch, naja, noch unstrukturierter als Superman Man of Steel. Wer jetzt Man of Steel ganz großartig fand, findet den vielleicht auch gut. Weiß ich nicht, möchte ich auch nicht drüber urteilen. Aber meins war es definitiv nicht. Schade, schade.